Beim nächsten Projekt greift eine alte Weisheit, die für mich gilt. Ich sage mal, alles, was ich weiß, weiß ich aus Computerspielen. Liebe Eltern, lasst eure Kids mehr spielen. Ernsthaft, ist so. Weil, wenn man spielt, wenn ich spiele, kann ich mir Sachen einfach besser merken. Und das hängt auch mit dem nächsten Projekt, das wir hier sehen, zusammen. Es heißt The Quest of Architecture. Willkommen auf der Bühne, Jenny, Alexandra, Melanie und Nathalie. Also unser Projekt heißt Quest of Architecture. Das ist ein Quiz über die Sehenswürdigkeiten von München. Und wir wollen damit bewirken, dass sich auch jüngere Menschen für Kultur und Bildung und Architektur und so interessieren. Also wie sind wir auf die Idee gekommen? Wir haben also durch Brainstorming haben wir uns wollten wir unbedingt ein Spiel machen, und weil wir in der Gruppe Bildung, Kultur und Kunst waren, dachten wir, dass wir irgendwas mit Kultur und Architektur machen wollen. Genau, ich werde euch jetzt erstmal eine kleine Demo zeigen. Und zwar seht ihr hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier erstmal Quiz über die halt, wir haben uns erstmal auf 3 Sehenswürdigkeiten beschränkt. Ich gehe jetzt mal auf das neue Rathaus. Und hier die erste Frage, wann wurde das neue Rathaus in München fertiggestellt? Ich gehe jetzt erstmal auf die C. Und da ist es dann halt richtig und es geht dann schon direkt auf die nächste Frage. Wenn ich jetzt angenommen auf eine weitere, auf eine andere Antwort klicke, dann seht ihr schon, das war leider falsch. Da muss man nochmal zurückgehen, es weiter probieren und es gibt insgesamt 5 Fragen fürs Erste. So, wir haben sehr viel über Programmieren gelernt, denn wir können alle nicht so gut programmieren, außer Jenny. Die hat da ein bisschen Erfahrung am Anfang gehabt. Und wir haben auch erstmal fast einen halben Tag Grundlagen lernen müssen, damit wir überhaupt mit dem Gestalten der Website beginnen können. Und eben auch über viel über HTML, CSS und Git gelernt. Ja, Feedback. Es war, wie gesagt, ziemlich schwer erstmal, das alles, diese Grundlagen zu lernen. Es war sehr viel, es war anstrengend, es war Arbeit, aber mit der Zeit wurde es besser und so haben wir es hinbekommen. Auch wenn jetzt jemand meint, Leute, das ist nichts Besonderes, das kriege ich in einem Tag auch hin. Für uns war es jetzt schon ein gutes Stück Arbeit, jetzt so zu beginnen. Applaus für Jenny, Alexandra, Melanie und Nathalie, The Quest of Architecture. Ich darf euch bitten, einer oder eine baut ab. Die anderen kommen zu mir bitte. Dann können die nächsten schon aufbauen. Wer will aufräumen? Keiner? Kommt zu mir. Ihr wolltet unbedingt ein Spiel programmieren, aber konntet fast alle nicht programmieren. Und das habt ihr euch direkt am Samstag, also ihr hattet einen Tag Zeit, euch alles beizubringen und umzusetzen. Warum? Ja, also wir sind halt hierher gekommen, um Programmieren zu lernen auch. Und wir hatten ja auch Hilfe von unseren Mentoren. Ja, also vielen Dank an unsere Mentoren auch. Warum war ich denn von Anfang an klar, dass ihr ein Spiel machen wollt? Wer hatte denn die Idee? Also wir waren halt, wie gesagt, erstmal in einer größeren Gruppe und wir wollten halt unbedingt ein Spiel machen, weil wir so finden, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen interessanter. Dann haben wir halt es in eine Website sozusagen verwandelt, keine Ahnung, wie man das sagt. Und die kann man übrigens auch schon im Internet finden, also die ist schon im Internet. Wo denn? Wir haben davor noch den Link gezeigt, der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr da. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, schon im Internet und wir wollten unbedingt ein Spiel machen, weil wir wollten uns halt auch mal ein bisschen so, wir wollten es halt auch mal ein bisschen kennenlernen, wie man halt so ein Spiel programmiert, und es war ziemlich interessant. Dann habt ihr also auch hier was mitgenommen für zu Hause. Und für den nächsten Hackathon. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, wir haben ziemlich viel gelernt. Es war auch ziemlich viel auf einmal. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Und wir sind auch ziemlich stolz auf uns. Das dürft ihr sein. Danke euch vielen. The Quest of Architecture. Es geht direkt weiter.